Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, hier geht's jetzt weiter mit dem SCB Verse Report und bevor wir mit unserer Berichterstattung anfangen, wollte ich jetzt mal einmal ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Fans aus der Schweiz, die uns auch regelmäßig gucken und uns eine kleine Leckerli sozusagen zukommen haben lassen. Das war großartig, vielen Dank dafür. Und wir wollen auf gar keinen Fall mehr haben. Wehe, ihr schickt uns noch mehr. Nein, es war ein Spaß. Aber es war super lecker. Also vielen Dank. Ja, total cool. Ja, das macht auf jeden Fall die langen Nächte mit den Schnitten und allem drum und dran sehr, sehr erträglich, wenn man da so ein bisschen ja, den Zuckerschock kriegt, ja. Dann, wie du so schön sagtest. Ne? Ja, also vielen Dank dafür. Wir freuen uns darüber sehr, sehr. Und von daher machen wir auch jetzt mal mit voller Energie weiter und gehen mal ins Hot Topic. Ja, und letzte Woche haben wir vor allem spekuliert, ob es ein PTU-Release geben wird, ja oder nein. Und dazu gab es jetzt eine Konferenz und da ist unser Stand vom letzten Freitag. Es gibt keinen. Es gibt keinen. Also es gab noch keinen, es gab anscheinend noch größere Blocker beim neuen Patch 2.2. Ja, aber was wir haben, sind auf jeden Fall ein paar genauere Informationen, also sozusagen Updates, die wir jetzt an dieser Stelle mit euch teilen wollen. Das erste ist auf jeden Fall, dass das PTU für 2.2 wieder in Wellen released wird. Genau, ne? Also sogenannten Einladungswellen. Also eine bestimmte Anzahl von Bäckern bekommt eben den Zugang und kann das Ganze testen und dann kommt die nächste Welle und die nächsten Zugänge und so weiter und so fort. Irgendwann ist es dann live hoffentlich. Ja, ja genau. Also das wird jetzt weiter gemacht. Es ist aktuell im Q&A-Testing und im Grunde genommen kann es jeden Tag vom Himmel fallen. Aber nicht nur das. Wir haben noch ein paar Updates mehr und zwar waren ja die großen Fragen, was enthält der Patch eigentlich? Ja, und da wissen wir jetzt inzwischen ein bisschen genauer. Ja, also wir wissen, dass unsere Spekulation, dass die Starfarer in den Hangar kommt, ein bisschen falsch war, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die Hangars, wie gesagt, noch ausgebaut werden müssen, wegen der Größe. Mhm. Und ja, auf jeden Fall kommt die Shiyan Scout in den Hangar. Die ist Hangar-ready. Coole Sache. Und auf jeden Fall lagen wir goldrichtig mit der Saber. Die ist nämlich flight-ready. Ja, da freuen sich draußen von euch sicherlich viele drauf, ich inklusive. Ich habe die auch im Hangar stehen und warte nur noch darauf, dass ich in das Ding steigen kann und es mal ausprobieren kann. Die soll ja in jedem Fall kommen. Außerdem gab es ein Update, dass die EVA-Mechanik kommen soll. Also das bedeutet, das ja, sehr viel realistischere EVA-System soll da ein Update erhalten. Und wir wissen auch noch was zum Reputationssystem, wo wir letztes Mal so ein Fragezeichen auf der Stirn hatten. Genau. Ne? Und Reputationssystem, wie können wir es beschreiben? Also Weezen und ich hatten es, glaube ich, eigentlich schon mal auf den Punkt gebracht. Ne? Also wenn du dich wie ein Arschloch verhältst, dann wirst du auch so behandelt. Das schön. Heißt, ihr könnt sogenannte Notoriety Points sammeln. Wenn ihr einen schlechten Ruf habt, also wenn ihr rumrennt und so hier Stänkerfritzen seid und andere Spieler ständig angreift oder NPCs, dann haben die Chance, euch ja ungestraft zurück anzugreifen und genau. Auszunocken. Und ihr könnt dem Ganzen eigentlich nur entkommen, jetzt hier der Tipp, wenn ihr in den Security, Career Security Outpost reist und dort eine Konsole hackt und eure Punkte löscht. Ja, cooles Update, finde ich. Also das ist der erste Teil dieses Reputationssystem, was dann getestet werden soll mit dem Patch 2.2. Allerdings, zu allem dem, was wir jetzt gesagt haben, das steht jetzt aktuell auf der Liste für den Release. Es ist noch nicht hundertprozentig klar, also lyncht uns bitte nicht, wenn davon vielleicht das ein oder andere noch nicht reinkommt. Das können wir jetzt an der Stelle nicht garantieren, aber zumindest steht es auf der Liste und soll so released werden. Ja, und zum Reputationsupdate kann man wirklich nur sagen, wenn ihr tatsächlich genau diese Art von Spiel pflegt und die Leute eben angreift, dann wird es sich für diese eine Session, darum geht es, genau, dass ihr für diese eine Session kriegt ihr dann entsprechend diese Punkte und könnt dann sozusagen, ohne dass andere Spieler die Punkte kriegen, von denen angegriffen werden und das könnt ihr dann eben mit einem Hack im Security Outpost löschen, wird sehr spannend und wenn das Ganze dann irgendwann mal mit dem Persistent Update verbunden wird, das heißt, dann geht es nicht nur von Session zu Session, sondern dann überträgt sich das für alle weiteren Spiele, die ihr macht. Aktuell wird es allerdings erstmal nur für die eine Gameplay-Session aktiv sein, in der ihr gerade drin seid. Ja, und dann gab es noch was zum Lobby-System, glaube ich. Ja, da haben sie sich ein bisschen verquatscht, glaube ich, ne? Bei Around the Verse. Da ging es nämlich darum, ob die Spieleranzahl jetzt tatsächlich ansteigen wird. Und da haben sie von 2 Dutzend Spielern gesprochen. Also summa summarum könnte das bedeuten, dass vielleicht 24 Spieler demnächst In die Instanz reinpassen. Das
wäre cool. Ja, wir haben aktuell 16 Spieler in der Instanz für Crusader und die Erhöhung würde schon einen deutlichen Fortschritt bedeuten. Und dass das noch nicht mit einem neuen Lobby-System gekoppelt ist, ist auch schon klar an der Stelle. Aber immerhin mehr Spieler bedeuten schon mehr Chancen, wirklich reinzukommen. Und von da aus gehen wir dann, glaube ich, direkt auch weiter zu Round the Verse, ja, in den Weekly Updates, ne? Genau, und da war eigentlich die erste News oder die erste wichtige Info, die wir uns rausgeschnappt haben, dass es eine Kooperation oder Gespräche gab mit dem Studio, Website-Studio Turbulent. Weil die sind zuständig für die Synchronisierung, ne? Ja, also die zwischen Website sind, und Spiel. Genau, also da ist es jetzt eben, da geht es auch um Persistence, was eben schon erwähnt wurde. Das heißt, dass die Dinge, die ihr im Spiel erreicht, sich dann eben auch auf der Website niederschlagen. Das heißt, wenn ihr da Gegenstände kauft, zum Beispiel später beim Shopping oder eben Sachen erreicht, Missionen erfüllt, Credits verdient, dass das auch im Hangar auf der Website ablesbar ist. Da gibt es jetzt eben gerade die Verknüpfung sozusagen zwischen Webspace und den Backend-Servern im Spiel. Und da gibt es gerade aktuelle Gespräche zu. Ja, und Shopping, da war auch noch ein Punkt, ne? Das schiebst du den Ball so ganz unauffällig zu mir? Ja, Shopping, es wird quasi Preis, oder es werden gerade Preislisten angefertigt und die Frage ist, was soll überhaupt in den Shop, also zum Beispiel ins Kasaba Outlet Store und vor allem, wie teuer soll das Ganze werden? Mhm. Also das wird auch gerade alles besprochen. Und da ist auch Turbulent mit dran, weil wie gesagt, das Shopping wird schon die Verknüpfung darstellen, dass man das eben dann auch im Hangar sieht, was ihr jetzt, also in eurem Webspace-Hangar, was ihr dann auch im Spiel kaufen könnt. Sehr schön. Ja, und dann gab es noch eine Sneak Peek zur Misc Reliant und da gab es die Pilotensitze, die ja mal im Greyboxing gezeigt wurden. Ja, mhm. Also erst dachte ich, irgendwie erinnert mich das so an Breakdance. Früher so auf dem Rummel oder Kirmes oder wie ihr das immer so schön sagt. Ne? Ja, cool. So Kopf über und so, aber das wird, glaube ich, hier eigentlich nicht sein, dass die Kopf überfliegen, weil dafür ist ja hinten dieses Drehmoment dran. Ne? Genau, also die Sitze sehen auf jeden Fall auch so aus, als wenn sie sich wirklich drehen können, beziehungsweise meine Spekulation dazu ist, dass die Sitze halt gerade bleiben, während das Schiff sich drumherum dreht, also dass man wirklich einen geraden Blick bewahren kann. Sinn machen auf jeden Fall, weil sonst ist ja völlig irgendwie... Genau, und was wir gesehen haben, sind auf jeden Fall die Displays und der Radarschirm, die sind oben angebracht, das heißt, die sind nicht mehr weiter unten. Schaut mal rein. SCB hat natürlich das alles für euch zusammengefasst und übersetzt und da findet ihr auch den Sneak Peek Link drin. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Ja, und da gab es dann auch noch ein Interview zu, ne? Genau, mit Adrian Benninger. Also das ist der Senior Art Director. Und ja, der im Prinzip guckt mit dem Art Director das Schiffskonzepte, Charaktere, Animationen, dass das irgendwie alles in richtigen Gang geht und dafür ist er zuständig. Und also ich fand ja ganz spannend, er selber hat auch erzählt, also da müsst ihr unbedingt reinlesen, er hat selber ein Schiff mit seinen Eltern tatsächlich in der Werft gebaut und die Welt umsegelt. Und deswegen passt es irgendwie, meinte er, dass er jetzt auch Schiffe entwirft. Genau. Und cool. Genau, das war echt ganz cool. Ja, das ist wirklich lustig. Und außerdem hat er ein Update gegeben zur Aspera Prowler. Das ist ja das nach den Tevarin designte Schiff, das Boarding-Schiff oder Enter-Schiff. Und da hat er gesagt, das ist zwar vorgesehen, auch als neuer Concept-Sale, aber es ist so lange noch on hold, also wird noch zurückgehalten, bis der Style-Guide fertig ist für die Tevarina. Das heißt, was Klamotten und Design... Architektur. Und, genau, angeht. Bis da es fertig ist, ist auch das Schiff noch nicht im Release, weil man sagen würde, wir wollen es natürlich anpassen auf den Style der Tevarin-Rasse selbst. Also auch eine ganz, ganz interessante Sache. Schaut mal in das Interview dazu rein. Ja, und weiter ging es dann mit Reverse the Verse. Reverse the Verse. Und zwei Schiffe sind in der Entwicklung gestartet. Von Drake Interplanetary. Oh, das ging jetzt auf einmal so schnell. Ja, Interplanetary. Und zwar die Buccaneer und die Dragonfly. Mhm. Da findet ihr übrigens aktuell im Forum auch eine Umfrage zu, beziehungsweise da möchten die, dass ihr einfach so Artwork und Sachen, die ihr gut findet, dazu reinpostet. Die Buccaneer soll ein einsitziger Jäger werden, der so ganz gut zur Cutlass passt und diesem Drake-Design. Ja, wie man schon bei Drake Interplanetary weiß, es ist eigentlich inoffizieller Piratenhersteller. Und dementsprechend soll das, ja, ganz inoffiziell, und dementsprechend soll das Schiff auch so designt werden, als schnelles, manövrierfähiges Jägerschiff in diesem Sektor. Ja, und die Dragonfly ist eigentlich ursprünglich ein Einsteigerschiff gewesen, war in der Abstimmung auch zusammen mit der Misc Reliant. Die Reliant hat damals knapp gewonnen, darum wurde die als erstes angegangen, aber die Dragonfly hat so viel Liebe von den Fans bekommen, dass sie jetzt auch aufnehmen in den Schiffskanon, und da geht jetzt die Entwicklung weiter. Ja.
Und Entwicklung geht auch weiter an der Corvette. Oh ja. Ne, mhm. Mit dem Arbeitstitel Polaris. Mhm. Also da wurde der Rumpf erweitert. Das war die News. Und das Ganze soll 100 bis 110 Meter lang werden. Ne? Ja, spannendes Schiff. Also davon haben wir noch keine Bilder gesehen, wissen noch gar nichts weiter dazu. Aber sie haben immerhin sie ja schon vor langer Zeit angekündigt, diese Corvette. Und jetzt soll sie in die Entwicklung gehen. Mhm. Gut, ich habe es hier so ganz Corvette. Ja. Ja, ja. Corvette, okay. Ja, macht ja nichts. So, Updates gab es auch dann zur Saber und zum Shian Scout, und zwar gerade zum Verkauf, ne? Genau. Und zwar wird gesagt, der Verkauf wird starten, sobald das Ganze wieder in 2.2 live geht, aber nicht im PTU. Ja, also hoffen, dass die PTU-Phase schnell vorbei ist, wenn sie denn dann angekommen ist, und dann könnt ihr die Schiffe auch wieder erwerben. Ja, weiter ging es dann noch mit der Starfarer. Da haben wir uns ja so ein bisschen vertan das letzte Mal. Nicht. In 2.2. Nein, da schafft sie es nicht rein. Also da wird immer noch dran gearbeitet. Das Schiff ist eben riesengroß und sie wollen es gerne fertig kriegen, bis sie es in den Hangar bringt. Also von daher 2.2 wird es leider nichts. Wie geht's dann noch weiter? 10 for the Developers. Genau, 10 Fragen an die Entwickler. Ach genau, und da wurden verschiedenste Fragen gestellt. Also könnt ihr auch mal reinlesen, war auch ganz spannend. Zum Beispiel, was kann ich eigentlich als Backer tun, um Bugs zu melden? Also was ist da sinnvoll? Wie mache ich das am besten? Also was hilft den Leuten wirklich in der Entwicklung des Spiels? Das war eine Frage, die da auch geklärt wird. Ne? Dann war eine Frage, wie oft werden diese Bugs, die schon mal gemeldet wurden, denn wieder getestet? Also sozusagen, wie oft wird nochmal drüber geschaut, und das könnt ihr da auf jeden Fall auch nachlesen. Und was ich sehr, sehr spannend fand, war, die beiden Developer da wurden auch gefragt, was gefällt ihnen eigentlich gerade selbst persönlich am Spiel nicht so sehr. Da gab es zwei Antworten. Eine war der Holotable. Und die andere war das Lobby-System. Können wir alle sehr gut verstehen, ja, also von daher macht euch ran. Und sie haben auch dazu geschrieben, sie haben eigene Teams gerade wirklich aktuell, die sich konzentriert an diese Arbeit setzen, um das zu verbessern. Schaut mal rein, die haben sehr, sehr spannende Antworten auf diese Fragen da gegeben. Und von dort aus gehen wir dann zu einer anderen Kategorie, und zwar Showdown. Showdown, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da geht es ja um Inverse-Hintergrundgeschichten, und da gab es eine neue Talkrunde und verschiedene Gäste, die sich quasi um Kopf und Kragen diskutiert haben, ob es denn jetzt einen Militärangriff gegen die Vanduul geben sollte, ja oder nein. Und Gäste waren unter anderem der Wirtschaftsstratege, ne? Mhm. Arthur Warrow, und er ist gleichzeitig der Schaffer der Polo-Initiative gewesen. Das ist das eine Lager, und dann gab es das andere Lager, und das war dann UE Admiral, ich glaube, der hieß Cedric Cochran, und der liefern sich ein ganz gutes Wortgefecht dazu. Der eine sagt, ja, jetzt ist genau der Zeitpunkt, die Vanduul anzugreifen, sie sind gerade geschwächt und los das geht's. Das war Cochran? Ja, das war Cochran, und der andere sagt, ja, aber können wir gerne machen, aber wir haben kein Geld dafür, und genau, das ganze Empire sozusagen ist dann pleite. Ruin zu schmeißen durch diesen Krieg ist keine gute Idee. Schaut mal rein, wurde von SCB übersetzt und ist eine sehr, sehr spannende Hintergrundinfo. Mhm. Ja, und was war noch neu? Diese Woche auf dem Channel, euer Einsteiger-Guide. Mhm. Der, also Weezen und Sawyer haben sich wieder rangesetzt. Ja, zum Social-Modul das einmal. Genau, ARCOP. Ja, Area 18, also die erste begehbare Landezone, habt ihr da super erklärt, gezeigt, was ist da alles möglich bis zum jetzigen Zeitpunkt in der Alpha 2.1 Phase, was ist da? Was sind die Features, was kann man so machen? Und wir erzählen auch noch ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte von ARCOP als Konzern und zum Planeten und wo findet ihr das Ganze überhaupt? Also wenn ihr euch darüber informieren wollt, schaut mal in den Einsteiger-Guide rein. Und auch die Schiffsguides gingen weiter. Die Gladius. Mhm, auch von euch gewünscht. Ja. Dass wir die also mal erfüllt. Betrachten. Jawohl. Check. Vorbildlich. Die Gladius ist gerade als Fighter-Schiff in einem sehr schwierigen Stadium. Die ist gerade im Balancing-Prozess. Um ehrlich zu sein, wir haben keine Kaufempfehlung ausgesprochen für dieses Schiff aktuell, insbesondere Weezen nicht. Wir haben es ausführlich getestet. Warum wir das Schiff nicht empfehlen für euch und was so gerade die Schwierigkeiten daran sind, seht ihr dann in der Episode. Schaut mal rein, ist ein sehr, sehr spannender Schiffsguide geworden. Und dann gab es noch einen Einsteiger-Guide. Ganz genau. Zu den Modulen in Star Citizen. Also für alle Einsteiger, um erfolgreich ins Spiel zu starten, da habt ihr den Einsteiger-Guide gemacht. Also lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen, auch wenn ihr Freunde habt, die noch nicht so richtig wissen, was fange ich jetzt damit an, wie funktioniert das Ganze.
Dafür ist dieser Einsteiger-Guide da. Also welche Inhalte gibt es, ne? Auch zum jetzigen Zeitpunkt natürlich. Welche Features, welche Spielmodi sind möglich im Arena Commander und überhaupt im ganzen Star Citizen Teil, genau. Wir erklären euch das hier im Detail. Also das heißt, wir gehen wirklich in jedes Modul einzeln rein und sagen, was ist gerade der Status, was kann man aktuell machen, wie macht man es und liefern natürlich jeweils noch einen Ausblick dazu, wie es sich erweitert werden soll und wie sich das dann Ganze entwickelt. Von daher, für alle Freunde, wie gesagt, die ihr überzeugen wollt oder wo ihr selber sagt, okay, da muss ich nochmal nachgucken, wie das jetzt genau war, schaut mal in den Einsteiger-Guide dazu rein. Ja, und damit kommen wir nochmal zu unseren Livestreams auf Twitch. Ja, und wer Freitag noch nichts vorhat, schaltet ein, 18 Uhr, ne? Vestems Verse. Ja, unser erster Livestream von unserem Fellow High Command, Vestem, probiert sich mal an Twitch aus, von daher, ja, schaltet mal rein und guckt es euch an. Und dann haben wir noch einen spannenden Livestream auch am 28.02. Ja, das wird ein Einsteiger-Livestream von Jani gemanagt. Der ist aber nicht alleine, sondern Bux wird auf jeden Fall auch mit dabei sein und noch ein Ausbilder von uns. Ja, da haben wir einen kleinen hübschen Arbeitstitel für gefunden. Ja, ne? Fand ich super. Let's Start Citizen. Genau, Let's Start War sehr Citizen. Kreativ. Fanden wir auch, genau. Also das ist wirklich für alle Einsteiger, die so ein bisschen gucken wollen, wie die Flugmechanik funktioniert. Bux wird natürlich jede Menge Hintergrundinfos liefern. Schaut mal rein, das ist dann am 28., also am kommenden Sonntag um 17 Uhr. Da geht's dann weiter. Ja, und jetzt kommen wir noch zur letzten Kategorie. Zur Interaction. Und ja, ihr hattet ja fleißig immer abgestimmt, welche Schiffsguides oder welche Schiffe in den Guides behandelt werden sollen. Die erste Runde ist vollbracht und dann läuten wir damit die zweite Runde ein. Also welche anderen Schiffe interessieren euch? Welche sollen demnächst noch behandelt werden, die bis jetzt Flight-Ready sind? Genau, es geht wirklich nur um die Flight-Ready-Schiffe. Alle anderen werden wir hier noch nicht behandeln, sondern beziehungsweise erst dann tun, wenn sie auch Flight-Ready sind. Und vor allem denkt daran, die 325A, die Frage kommt immer wieder, kommt erst dann in unsere Schiffsguides, wenn die Stats vollständig sind. Das heißt, hoffentlich mit 2.2, dann werden wir uns auch an dieses Schiff ranmachen. Aber ansonsten geht mal auf Google+, da könnt ihr abstimmen und euch überlegen, welches Schiff hättet ihr jetzt als nächstes gerne in unseren Schiffsguides behandelt. Ja. An dieser Stelle sind wir schon am Ende. Vielen Dank, dass ihr wie immer eingeschaltet habt, dass ihr uns abonniert. Empfehlt uns weiter, gebt uns Feedback, Likes, Dislikes, whatever you like. Genau. Und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, weil ihr sagt, die Arbeit, die wir hier machen, findet ihr total gut und ihr möchtet uns da gerne weiter für die Zukunft helfen, dann schaut doch mal auf unser Patreon-Profil. Da findet ihr vielleicht auch das eine oder andere, was euch interessiert und da könnt ihr uns persönlich was zukommen lassen. Das würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank und Cecilia und Sawyer verabschieden sich gemeinsam mit einem See you on the flight deck!